Hallo, ihr gut aussehenden Menschen da draußen. Mein Name ist Jan und ich freue mich recht herzlich, euch zum allerersten Azubi vs. Boss, dem Talente-Battle der Edeka in Hannover, zu begrüßen. Wir sind hier im E-Center im Bravo Park in Braunschweig und hier findet es statt. 5 Challenges sind gefragt, in denen wir unsere Azubis und die Bosse auf Herz und Nieren prüfen werden. Wir machen nicht so banale Dinge wie zum Beispiel Flips um die Wette essen oder so. Nein, hier brauchst du Skills. Hier musst du zeigen, was du kannst tagtäglich in deinem Job. Ihr habt Bock, ich auch, dann kommt mal mit. Und da sind wir auch schon bei der ersten Station unseres Azubi vs. Boss Talente Battle. 10 Sekunden Zeit, Obst oder Gemüse bei uns zu erkennen und das mit verbundenen Augen. Wenn ich mir vorstelle, so ein Pfirsich mit verbundenen Augen zu ertasten, ich bin gespannt, wer es hinbekommt, die Azubis oder die Bosse. Bei mir ist jetzt Johnny, bei dem normalerweise in den Händen die Butter zerschmilzt. Johnny, bist du aufgeregt? Nein, gar nicht. Bist du bereit? Natürlich. Schauen wir mal, was wird. Bei mir jetzt der Henry aus dem Team Boss. Henry, bist du nervös? Selbstverständlich nicht. Lass mich raten, aus dem Team bist du der Erfahrenste, wenn es darum geht, Gegenstände mit den Händen zu erraten? Vollprofi. Ich hab's häufig an der Kasse. Ah, okay. Der Mann mit dem Fingerspitzengefühl, der Johnny. Johnny, wie war's? Es war relativ knifflig, aber es hat dann noch viel Spaß gemacht. Henry, hattest du Probleme? Nein. Gab es eine Situation, wo du dir gedacht hast, oh weil, das fahre ich an die Wand? Tatsächlich bei der Litschi, dann habe ich es doch noch geschafft. Okay. Und ich weiß nicht, ob es das eine eine Orange oder eine Grapefruit war, aber ich habe dann auf die Orange getippt. Bäm! Also das war mal richtig krass, oder? Die Azubis, würde ich sagen, souverän hier abgeliefert. Die Bosse sind eher Wups als Wips. Ich bin mal gespannt, ob sie das aufholen in der nächsten Challenge. Lasst uns mal rübergehen und gucken. Ich feiere jetzt erstmal die Azubis. Herzlich willkommen zu Challenge Nummer 2 unseres Azubi vs. Boss Talente Battles. Und jetzt geht es nicht um die Wurst, sondern um den Korb. Kein Korb geben, sondern Korb packen ist angesagt. Unsere Teams müssen so einen Geschenkekorb packen und das nicht mit irgendwelchen komischen Produkten, sondern es gibt ein Motto. My Sweet 16 heißt das Ganze. Mein 16. Geburtstag. So ein Geschenkekorb soll präsentiert werden und das der härtesten Jury, die man sich vorstellen kann, unseren Kunden. Wer wird gewinnen? Welcher Korb wird das Rennen machen? Gleich geht's los. Jetzt hier bei mir, bei unserem Azubi vs. Boss Talente Battle, meine Korbpack-Profis Karen
und Stefan. Karin, ganz kurz, ja. Du hast deinen Korb gepackt. Die Produkte, die ich mir ausgesucht habe, hätte ich jetzt so für mich genommen quasi. Zum Beispiel so. Das für dich genommen. Playboy, Parfüm. Genau. Mm, ja, okay. Also verstehe. Proteine scheinen ja auch. Proteine, ja, okay. Wegen, ja. Fitness. Wegen Fitness, okay. Und so ein Red Bull, wenn man so wach wird, ne? Okay, vielen, vielen Dank. Ja, Stefan, dann sagst du mir mal, hast du auch diesen Korb für dich eher gepackt oder? Tatsächlich nicht. Ich bin mehr nach Sweet 16 auf Mädchen gekommen und Mädchen in dem Alter sehr viel mit Beauty zu tun haben, habe ich mich dafür entschieden. Also da ist schon ein Frauenversteher hier am Start, ne? Du kennst dich damit ein bisschen aus? Bei drei Frauen ja. Bei drei Frauen ja. Also, wie ich merke, hier zwei Vollprofis dabei, die A, wussten, was sie wollten, zweitens auch davon überzeugt sind, dass die Wahl in ihrem Korb die richtige war. Wie es letzten Endes ausgeht, entscheiden aber nicht wir, sondern das machen unsere Kunden. Ja, bei mir jetzt Melina. Melina, vielen lieben Dank, dass ich dich gerade von deinem Einkauf einfach mal wegschnappen durfte. Gerne. Die Marleen, jetzt bei mir hier. Ja. Großartig. Tom, pass auf, ich habe eine Riesenbitte an dich. Du bist jetzt unsere unabhängige Jury. Du entscheidest dich ganz spontan, welcher Korb hat am ehesten das Motto getroffen, My Sweet 16. Ich würde tatsächlich diesen Korb hier nehmen. Man sieht ja, er ist schon sehr rosa. Er wirkt sehr, sehr weiblich. Ja. Ich würde persönlich den wählen, aber ich habe immer ein großes Problem, wenn ich meinem Bruder was schenken muss. Der hat nämlich auch nächste Woche Geburtstag. Okay. Was soll man denen denn bitte schenken? Und Shampoo immer, bla bla bla. Also ich finde das hier ganz gut, auch mit so ein paar Snacks. Ich bin da nicht so gut drin, was Frauenkosmetik angeht. Und ich glaube, da ist alles Wichtige drin. Ah, okay, ich verstehe. Also du sagst ganz klar, rosa ist deine Farbe und das willst du durchziehen. So ist es. Also ich glaube, der wird's. Der wird's? Cool, ja. Ich würde den hier nehmen. Alles klar, dann das war's auch schon. Vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Gerne. Bis dann. Bis dann. Da soll mal einer sagen, bei uns ist es nicht spannend. Gleichstand, Freunde. In der nächsten Runde bei Challenge 3 werden wir sehen, wer die Nase und den Korb vorne hat. Azubis oder die Bosse. Ich bin sehr gespannt. Bis gleich. Da bin ich schon zurück, euer Lieblingsdreikäse hoch. Aber keine Sorge, bei uns ist nicht nur alles Käse, sondern ein bisschen Wurst ist auch mit dabei. Und zwar bei Challenge Nummer 3. Wir geben das Produkt vor und wie viel abgeschnitten werden soll. Und beide Teams müssen versuchen, on the point genau das umzusetzen, was wir wollen. Bei mir ist jetzt Käsekenner Marcel. Und Marcel, bist du aufgeregt? Ja, ein bisschen, ne? Ein bisschen, dann hoffe ich mal, dass du jetzt den richtigen Riecher hast. Vanessa, hast du dich ein bisschen vorbereitet? Tatsächlich nicht, nein. Ob das ein Fehler war, sehen wir gleich. Junge, das kann ja gar nichts werden. 150 Gramm. Marcel, deine persönliche Meinung, hat zum Käsekönig gereicht oder aber war es doch eher Schmierkäse? Der Käsekönig war da, bei dem Fleisch war es dann halt eher schwierig. Ne? Da waren dann 50 Gramm zu wenig, aber ich denke, war gut. Und da zeigt sich, dass es durchaus von Vorteil sein kann, wenn Warenkunde noch gar nicht so lange her ist. Die Azubis, spitzenmäßig, easy, mal die Bosse schön in die Wüste geschickt. Wisst ihr, was zwei Daumen hat? Und weiß, wie es nächste Folge weitergeht? Tja, das bin wohl ich. Ihr wollt das doch garantiert auch wissen, oder? Deswegen seid das nächste Mal dabei. Wir freuen uns drauf wie Bolle. Bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Azubi vs. Boss. Das Talente-Battle, die Entscheidung. Kommt einfach mit. Ich bin gespannt, wie das Ganze hier heute noch weitergeht.